willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute einen großen Kosmetikbeutel. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Das Besondere an dem Kosmetikbeutel ist, dass der Reißverschluss senkrecht komplett von oben nach unten verläuft. Und mit der Schlaufe hier oben könnt ihr zum Beispiel an einem Haken oder Türgriff aufhängen. Und wenn ihr den Innenstoff genauso wie ich aus beschichteter Baumwolle nehmt, dann könnt ihr das genauso wie bei der Wetbag auch fürs Schwimmbad für die nassen Badesachen nehmen. Der Kosmetikbeutel ist 20 cm breit, 29 cm hoch und 8 cm tief. Auch im Urlaub für die dreckige Wäsche kann man ihn gut hernehmen. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die Maße schreibe ich euch alle unter das Video in die Infobox. Und auch das Stoffteil A, also den Außenstoff, könnt ihr schon gleich eure Flieseline H630 oder H640 bügeln. Mein Außenstoff ist normale Webware und mein Innenstoff ist beschichtete Baumwolle. Deswegen stelle ich meine Stichlänge heute auf 3,5 ein. Immer dann, wenn ich mit beschichteter Baumwolle nähe, stelle ich das so ein. Und mit einer Universalnadel. Also, das Stoffteil B, meinen Innenstoff, lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir meinen Endlosreißverschluss. Den lege ich an die eine kurze Seite an. Mein Endlosreißverschluss guckt etwas über, das finde ich aber nicht schlimm. Dann kann ich nachher den Zipper, wenn ich den unter der Nähmaschine legen habe, außerhalb der Naht legen. Und dann muss ich nicht unter der Nähmaschine den Zipper hin und her schieben. Also, Innenstoff, rechte Seite nach oben, Reißverschluss, der liegt mit den Zähnchen nach oben hier drauf. Dann brauche ich das Stoffteil A, den Außenstoff, und den lege ich mit der rechten Seite nach unten. Was ihr noch beachten müsst, wenn ihr ein Muster habt. Also, hier, wo der Zipper oben ist, da ist nachher auch die Taschenoberseite. Also hier oben kommt dann auch die Schlaufe dran. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Stoff habt, der hier Gesichter drauf habt, dann müssen die Gesichter jetzt nach oben zeigen, also dahin zeigen, wo der Zipper eures Reißverschlusses ist, wenn er zu ist. Mein Stoff hat keine spezielle Richtung, also ist es egal. Hier und hier bündig anlegen und dann mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende die Stoffe und den Reißverschluss hier zusammennähen. Die beiden Stoffe vom Reißverschluss wegziehen. Und nochmal knappkantig hier über den Stoff drüber nähen und somit die Stoffe von den Reißverschlusszähnchen wegfixieren. Den Außenstoff mit der anderen kurzen Kante an den Reißverschluss hier oben bündig anlegen und den Innenstoff ebenfalls. Also ich habe jetzt beide so jeweils mit ihren rechten Seiten aufeinander gelegt. Hier oben bündig und rechts und links bündig anlegen und auch mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende das alles zusammennehmen. Den Reißverschluss, also mache ich jetzt etwas auf. Ja, vorsichtig, nicht hier hinten ab, also den Zipper über den Reißverschluss drüber sippen. Wenn ihr das hinkriegt, wenn der Reißverschluss eingenäht ist und ihr dann hinterher erst den Zipper drauf macht, ich komme dabei fast immer schief. Deswegen wähle ich diese Variante, dass ich den Zipper nicht ganz abmache. Aber wenn, ist es kein Problem, dann könnt ihr den jetzt auch komplett aufmachen. Also vorsichtig umdrehen, weil wir hier auch auf der anderen Seite, hier ist es, beide Stoffe von den Reißverschlusszähnchen
wegziehen müssen und auch hier über den Stoff einmal komplett drüber nähen. So, die Nähte rechts und links vom Reißverschluss sind erledigt. Dann drehe ich die Tasche auf die linke Seite. So. Und da, wo der Zipper vom Reißverschluss ist, also wenn der Zipper vom Reißverschluss zu ist, da wo er dann ist, das wird die Taschenoberseite und gegenüber ist die Taschenunterseite. Die Stoffe schön auseinanderlegen, so dass ich jetzt hier auch beim Außenstoff keine Falte bildet. Also schön auseinanderziehen. Und ich habe mir vorher die Mitte hier auf der gegenüberliegenden Seite, also ich habe die Tasche so geknickt und jetzt habe ich hier oben den Zipper und hier die Mitte, da habe ich mir einfach ein Stückchen Stoff rausgeschnitten, damit ich hier nun die Markierung sehe. Ich hole euch mal ein Stückchen näher ran. Also ich habe mir das markiert und dann lege ich die Mitte von dem Reißverschluss mittig auf meine Aussparung, also auf die Markierung, die ich gemacht habe. Moment, jetzt ziehe ich euch noch mal ein Stückchen weiter raus. Und dabei aufpassen, dass wirklich keine Falten liegen. Schön auseinanderziehen und die Stoffe innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm, einmal komplett hier zusammennähen. Den überstehenden Reißverschluss habe ich abgeschnitten und mir dann in der linken und in der rechten unteren Ecke ein jeweils 5 x 5 cm großes Quadrat eingezeichnet und das schneide ich dann hier raus. Das Stoffteil C ist aus demselben Stoff wie mein Innenstoff. Wenn ihr mit Schrägband arbeiten könnt, könnt ihr hier unten die Naht natürlich auch mit Schrägband versäubern. Aber ich mache das jetzt nach demselben Prinzip wie bei meiner Boxyback 2.0. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben bei dem i. Auf jeden Fall, also das Stoffteil C lege ich mit der rechten Seite nach unten hier an die Kante bündig an und die steht jetzt, der Stoff steht rechts und links über und da klappe ich ihn auf die andere Seite um, so, und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm das Stückchen Stoff hier fest und dabei wird auch das, was hier umgeklappt ist, hier auf der anderen Seite mit festgenäht. Den Stoff einmal umklappen. So. Und dann einmal einklappen. Und nochmal einklappen, sodass er bis über die vorhandene Naht drüber geht. Also hier habe ich ja einmal lang genäht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Hier. Und wenn ich das jetzt umklappe, dass dann der Stoff die vorhandene Naht bedeckt. Und dann, Moment, jetzt nochmal ein Stückchen wegziehen. So. Also umklappen, zweimal. Und hier knappkantig drüber nähen. Für den Boden hier unten in die Öffnung reinpacken und auseinanderziehen. Und dann so hinlegen, dass sich hier keine Falten bilden. Jawohl. Und dann einmal hier drüber nähen. Innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm, weil wir auch dann hier die Bodennaht genauso wie hier versäubern. Also einmal hier die Bodennaht zusammennähen, genauso wie auf der anderen Seite auch. Nun braucht ihr die beiden Stoffteile D. Ein Stoffteil D
lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich und hier ist eine Bodennaht, die ich gerade abgenäht habe. Und die lege ich mittig hier an die lange Seite an, also mittig hier an. Und nähe jetzt mit einer Nahtzugabe von 1 cm das Stückchen Stoff nur hier auf der Tasche fest. Also diesmal nicht die Seiten hier so drüber legen, weil das schräg ist, das wird nicht funktionieren, sondern das Stückchen Stoff mit einer Nahtzugabe von 1 cm hier auf der Tasche festnähen. Und natürlich genau dasselbe auf der anderen Seite und mit dem anderen Stoffteil D auch machen. Das kleine Stoffstückchen nach oben umklappen. Dann die Seite hier einklappen. Und das stecke ich mir schon mal fest. Auch auf der anderen Seite bis zur Kante von der Bodennaht einklappen. Feststecken. So, jawohl. Und auch hier wieder zweimal umklappen, bis die Naht, die hier schon genäht ist, von dem Stückchen Stoff bedeckt ist und das feststecken, ne? So, und knappkantig hier drüber nähen. Und hier, wo der, Moment, wo die andere Bodennaht, wo die sich hier treffen, das ist schon recht dick. Also da vielleicht das Handrad nehmen. Auf der anderen Seite habe ich das schon gemacht. Das sieht dann so aus. Den Kosmetikbeutel einmal auf rechts wenden. Den Zipper mittig positionieren und dann habe ich mir das festgeklammert. Und die Seiten hier, die Seitennaht habe ich mir einmal auf der linken und auch auf der rechten Seite markiert, weil die werden jetzt wie so eine Ziehharmonika nach innen eingeklappt. Also genau die Markierung, dass ich den Rand hier genau habe, den nach hier innen reinklappen, dann die zwei Flügel, die hier entstehen, aufeinander klappen. Und zwar habe ich das 4 cm überlappen lassen. Also das Stückchen hier, das sind 4 cm. So. Und wenn ich das dann auf beiden Seiten gemacht habe, dabei müsst ihr natürlich aufpassen, dass jetzt der Innenstoff hier keine Falten wirft, wenn ihr das dann einklappt. Und hier, man kann hier so an der Seite so ein bisschen ziehen, dann legt sich das schon einwandfrei. Wenn dann alles faltenfrei liegt, einmal innerhalb der Nahtzugabe knappkantig hier drüber nähen. Dabei muss natürlich der Zipper hier in die Mitte gezogen werden. Mein Gurtband ist aus Kunststoff und da habe ich mir die Enden mit einem Feuerzeug angesenkt, so dass mir das nicht ausfransen kann. Das ist die Vorderseite von der Tasche und auf der Rückseite von der Tasche bringe ich den Gurt an. Und zwar messe ich von dem Rand hier 4 cm, da lege ich das eine Gurtbandende hin und von der anderen Seite ebenfalls 4 cm und da lege ich das andere Gurtband an. Und dabei aufpassen, dass ihr hier keinen Verdreher drin habt. Und dann innerhalb der Nahtzugabe die beiden Gurtbandenden hier an der Tasche festnähen. Den überstehenden Reißverschluss hier oben, den habe ich abgeschnitten. Und nun brauche ich das andere Stoffteil C, den Außenstoff. Und die Tasche, also das Stoffteil C, bringe ich jetzt auf die Seite an, wo der Gurt schon befestigt ist, also auf die Rückseite von der Tasche. Das Stoffteil C mit der rechten Seite nach unten, hier unten bündig anlegen, die Seiten umklappen und dann mit diesen umgeklappten Seiten, wie vorhin bei der großen Naht hier unten im Innenstoff, mit einer Nahtzugabe von 1 cm festnähen, so dass die, das, was ich hier umgeklappt habe, gleichzeitig mit festgenäht wird. Den Stoff nach oben umklappen und nun wieder einmal
einklappen und nochmal, so dass der Stoff komplett über der Naht, die man hier sieht, dass er die überlappt, dass man dann die Naht nicht mehr sieht, und das Ganze feststecken und dann knappkantig, Moment, noch hier die eine, so, dann knappkantig einmal hier entlang nähen. Dabei aber aufpassen, dass das Gurtband in Richtung Taschenboden liegt. Nicht, dass ihr das Gurtband zu hoch legt und dass das dann mit hier eingenäht wird, sondern es muss Richtung Taschenboden liegen. Und fertig ist der große Kosmetikbeutel. Dadurch, dass ich die offenen Kanten wie bei der Boxyback 2 mit so einem Stoffstück, so eine Art Schrägband wieder versäubert habe, ist da schon manchmal etwas mehr Stoff unter der Nähmaschine, aber es ist trotzdem noch alles machbar. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen, vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal!